Hallo und willkommen zum vierten Teil unserer Sommertour 2021. Nach einer ausgiebigen Besichtigung von Le Mans Saint-Michel ging es weiter nach Cancale, die als Austernstadt bekannt ist. Von der Bucht in Cancale hat man bei gutem Wetter einen Blick auf Le Mans Saint-Michel. Leider klarte das Wetter an diesem Tag für uns nicht mehr auf und wir konnten es nicht genießen. In einem der vielen Restaurants probierte Holger eine Portion Austern und wir ließen uns eine Flasche Wein schmecken. Die Landspitze Pointe du Groin erstreckt sich in einer majestätischen Landschaft zwischen Cancale und Saint-Malo. Am nächsten Morgen war unser erstes Ziel Saint-Malo, eine Hafenstadt, die in der Bretagne im Nordwesten liegt. Die Altstadt ist von Granitmauern umgeben und war einst eine Hochburg für Freibeuter. Im Stadtkern von Saint-Malo befinden sich viele kleine Geschäfte, um ausgiebig shoppen zu gehen. Und viele Cafés laden zum Verweilen ein. An verschiedenen Punkten im Ortskern kann man über Treppen auf die Stadtmauer hoch und dort entlang laufen. Auf dem Weg von Saint-Malo zum Cap Fréhel liegt das Gezeitenkraftwerk von EDF, welches ein kostenloses Museum über Technik bietet. Nach der Stadtbesichtigung ging es weiter zum Cap Fréhel, eine Landzunge in der nordöstlichen Bretagne,
Mit festem Schuhwerk ging es entlang der Klippen. Natur genießen. Weiter ging es nach Plougescrand, zum Haus zwischen den Felsen, und zum Le Gouvre, eine tiefe Schlucht zwischen riesigen Felsformationen, in der das Wasser spult und schäumt. Vorsicht, wenn's richtig losgeht, wird man nass. Ein letztes Ziel des Tages war da noch die Côte de Granit Rose, ein Küstenabschnitt in der Bretagne, der aus bizarren, rötlichen Felsformationen besteht. Ein idealer Platz zum Wandern. In Plougasnou haben wir dann unseren nächsten Übernachtungsplatz angefahren. Dort blieben wir 2 Nächte mit direktem Blick aufs Wasser. Bei schönstem Wetter haben wir die Seele baumeln lassen. Das letzte Ziel unserer Reise war Pointe du Raz, ein felsiges Kap, welches den Abschluss des Cap Sézombe in der westlichen Bretagne bildet. Dort steht auch die Statue der Notre Dame de Nouvrage und den Semaphoren. Sie ist die Mutter Gottes der Schiffsbrüchigen. Das Kap bildet einen wunderschönen Punkt zum Wandern. Ein wunderschöner Sonnenuntergang über dem felsigen Kap bildete den Abschluss unserer Tour.
Am nächsten Morgen treten wir die Rückreise an. Vor uns liegen 1095 Kilometer. Wir wollen uns Zeit lassen und werden noch einen Zwischenstopp in Honfleur einlegen und noch auf einem anderen wunderschönen Platz, den wir entdeckt haben.